Nach der Schlusssirene konnten es die Spieler selbst kaum fassen. Der SC Magdeburg feiert einen historischen Sieg. Mit 34:31 gewinnt der SCM gegen den Tabellenführer THW Kiel. Man hat nichts zu verlieren, ja, man muss voll reingehen, gerade wenn man so gebeutelt ist wie wir. Ja, warum dann noch einen Kopf in den Sand stecken? Einfach Vollgas und auch Traute haben. Naja, und wenn es dann erstmal läuft, dann ist sowas wie heute sogar möglich. Die Magdeburger mit vielen Verletzungssorgen. Doch umso beherzter kämpften sich die Gastgeber ins Spiel. Schon zur Halbzeit führte der SCM mit 3 Toren. Herausragender Akteur aber der Magdeburger Torhüter Dario Quenstedt, der mit seinen Paraden die Kieler zur Verzweiflung brachte. Der bis dahin ungeschlagene Tabellenführer kam in der zweiten Hälfte noch einmal heran. Kapitän Philipp Jiecher mit 10 Toren, der erfolgreichste Werfer für den Rekordmeister. Doch der SCM kämpfte verbissen um jedes Tor und setzte sich wieder ab. Stefan Kner 9-mal erfolgreich. Der entscheidende Treffer gelang Youngster Maximilian Janke kurz vor Schluss. Nach der Schlusssirene kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Der SC Magdeburg besiegt den Tabellenführer THW Kiel.